Liebe Schwestern, liebe Brüder, können Sie ihn auch so gut verstehen? Ich kann ihn gut verstehen, den Thomas. Den Thomas, der berühren, der angreifen will. Und dieses Jahr besonders, wo wir ansonsten zur körperlichen Distanz aufgerufen sind. Die notwendigen Maßnahmen, so ist mein Eindruck, hat unsere Regierung nicht nur gut entschieden, sondern auch gut kommuniziert. Aber ein Begriff stört mich. Das ist die Rede von der neuen Normalität. Ich weiß schon, damit will man sagen, diese Maßnahmen brauchen noch eine Zeit. Aber neue Normalität? Momentane Realität? Vorübergehende Normalität? Ja. Aber neue Normalität? Mindestens einen Meter Abstand. Unsere ältere Generation nicht besuchen, zu Hause vielleicht auch allein zu lassen, Abstand zu halten und Mundschutz zu tragen, all das mag jetzt notwendig sein und auch noch eine Zeit lang, aber normal darf es nicht werden. Da würde uns etwas ganz und gar Menschliches abhanden kommen und fehlen, und ich denke, das spüren wir in diesen Wochen alle. Wie wichtig auch leibliche und körperliche Nähe ist. Der Handschlag zur Begrüßung, eine Form von Zärtlichkeit für Menschen, mit denen wir vertraut sind, eine Umarmung, Zeichen der Nähe. Das brauchen wir Menschen. Das gehört zu unserer menschlichen Realität, weil wir nicht nur einen Kopf haben zum Denken und ein Herz zum Fühlen, sondern einen Leib haben, in dem wir leben und mit dem wir in unseren Beziehungen stehen. Denn zum Menschsein gehören ganz wesentlich Begegnungen. Und zu Begegnungen gehört ganz wesentlich unsere körperliche Realität und Präsenz und Nähe, die wir wahrnehmen und spüren. Zurück zu Thomas. Er war am Ostersonntag nicht dabei. Er war nicht präsent, hat das erste Osterfest versäumt. Er hört nur von den anderen und das kann er nicht glauben. Und irgendwie kann man es ihm auch nicht verübeln. Die Situation für die Jünger war ja keineswegs so, dass sie noch hoffen durften. Der Freund, das große Vorbild im Leben und im Glauben, der Mann mit der besonderen Verbindung zu Gott, den sie begleitet haben, dieser Jesus von Nazareth, er wird als Verbrecher gekreuzigt, als Gottloser zur Strecke gebracht. Da ist es nicht so einfach zu glauben, dass Gott ihn zu neuem Leben erweckt hat. Jesus muss Thomas erst begegnen, damit er glauben kann. Und da geht es auch den anderen Jüngern so, dass sie diese persönliche Begegnung brauchen, um selbst Zeugen dafür werden zu können. Sie werden selbst berührt von Jesus und seiner Botschaft. Sie werden berührt vom Auferstandenen, der sich ihnen zeigt, damit sie zu Zeugen werden können. Damit sie zu Zeugen werden können für andere. Sie werden berührt von Jesus. Sie werden berührt vom Auferstandenen, damit sie begreifen und damit sie anderen diese Botschaft, diese wahre, frohe Botschaft bekannt machen können. Damit sie anderen diese neue Realität, diese neue Normalität, in der sie und wir leben dürfen, vermitteln können. Denn das ist wirklich eine neue Normalität geworden. Der
das Wissen um einen Gott, der in seiner Auferstehung den Weg über den Tod hinaus erschlossen hat für uns. Eine neue Normalität, die uns immer zusagt, dass dieser Auferstandene in seinem Geist bei uns ist, bei uns als Einzelne, ganz besonders aber bei uns als Gemeinschaft, die wir ihm weiterleben lassen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind hineingetauft in diese neue Normalität. Wir sind hineingetauft in diese neue Normalität des Geistes, des Auferstandenen, die uns durchs Leben begleitet. Er will uns seine Nähe durch seinen Geist, durch Begegnungen mit ihm begreifbar machen. Dort, wo uns das geschenkt ist, werden wir selbst auch zu Menschen, die dafür Zeugnis geben können. Denn auch wenn die Begegnung des Thomas für uns so nicht möglich ist, so kann er auch uns berühren, so können auch wir begreifen, die neue Realität des Auferstandenen lebt auch bei uns.